Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forell und in diesem Video, ja, da schauen wir uns an, was mit der Alphabet-Aktie aktuell los ist und warum man schleunigst verkaufen sollte. Zumindest meiner Meinung und darum geht es auch, es ist keine Anlageberatung. Ja, und Alphabet bietet dadurch aber auch eine große Chance für Leute, die das Ganze zum Beispiel shorten wollen, also zum Beispiel auf eine fallende Aktie setzen wollen. Und auch das schauen wir uns genau an. Wir nennen die fundamentalen Daten, wir nennen die charttechnischen wichtigen Signalpunkte und wir schauen uns natürlich auch noch an, was würde ich stattdessen kaufen. Und wie gesagt, Alphabet ist aktuell eine Riesenchance für mich und ich sehe da wirklich ganz, ganz großes Potenzial, aber eben im Verkauf der Aktien. Natürlich für alle, die bereits investiert sind, würde ich persönlich sagen, okay, lieber verkaufen, Gewinne mitnehmen, denn die Aktie ist extrem in die Höhe geschossen und bereit für eine Korrektur, meiner Meinung nach. Und warum ich dieser Meinung bin, das werde ich euch jetzt alles auch gleich nochmal darlegen. So, grundsätzlich, was ist passiert? Alphabet, natürlich der Google-Mutterkonzern mit KI, mit Suchmaschine, Google natürlich absolute Monopolstellung und natürlich auch das Cloud-Geschäft, was auch sehr, sehr wichtig ist und wichtig war jetzt auch bei den Zahlen, was eben auch gewachsen ist und was hier eben auch bei Aktionären für Freude gesorgt hat, weil die Analystenmeinungen übertroffen worden sind und die Alphabet-Aktie einfach in die Höhe geschossen ist. 12% und von daher hier neues All-Time-High, steil nach oben, 90-Grad-Winkel. Es gibt auch noch eine Dividende obendrauf, also auch das hat man jetzt auch bei Meta gesehen. Die ganzen Growth-Aktien wie Meta und eben jetzt auch Alphabet zahlen jetzt tatsächlich eine Dividende. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass eben ja das große Wachstum vermutlich vorbei ist und jetzt eben auch so ein bisschen in die Richtung Value-Aktie geht. Das heißt, dass man eben nicht mehr so viel Geld in neue Akquisitionen zum Beispiel von Unternehmen eben steckt und eben neue Unternehmen kauft und damit noch mehr wächst, sondern tatsächlich jetzt auch eher so ein bisschen umschwenkt auf, hey, wir zahlen die Gewinne eben auch vermehrt an die Aktionäre aus. Und das ist natürlich schon so ein Schritt in ein bisschen Richtung Value, also weniger Growth, also weniger Wachstumsaktie. Aber sei es drum, das ist auf jeden Fall ein schönes Signal auch. Die Aktionäre dürften sich auch in der Regel darüber freuen, auch wenn natürlich bei solchen Wachstumsaktien das Ganze mit der Dividende dann immer so ein bisschen blöd ist, weil die Dividende natürlich auch versteuert werden muss, dadurch natürlich auch lieber diese Dividende vielleicht im Unternehmen bleiben sollte und weiter für Wachstum sorgen sollte, für die Rendite durch Kurswachstum. Sei es drum, es ist trotzdem ein schönes Signal für Leute, die gerne Dividende haben wollen. Und warum würde ich jetzt Alphabet shorten? Also, schauen wir uns mal die verschiedenen Gründe an. Grund Nummer 1. Alphabet ist jetzt im All-Time-High und zwar wesentlich im All-Time-High. Also nicht nur so ein bisschen drüber mal über das letzte All-Time-High, sondern wirklich extrem in die Höhe geschossen. Und damit ist jeder im Plus. Wenn jeder im Plus ist, also jeder Gewinn hat mit dieser Aktie, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gewinnmitnahmen eben jetzt verfolgen werden, eben sehr, sehr hoch. Und das ist eben auch bei der Alphabet-Aktie jetzt so, gerade wenn es da so im 90-Grad-Winkel nach oben schießt, wegen Zahlen, kommt das doch sehr häufig vor, dass die Aktie dann nochmal korrigiert, wegen Gewinnmitnahmen, wegen eben auch charttechnisch keinen Hürden mehr oben, also keine Widerstände mehr, wo eben die Aktie nicht mehr drüber kommt und dementsprechend viele orientieren sich immer an so Widerständen und eben auch Unterstützung im Chart. Was willst du charttechnisch machen, wenn die Aktie in einem Bereich ist, wo sie noch nie war? Ja, da ist Unsicherheit da und Unsicherheit, richtig, führt immer zu Verkäufen in der Regel. Also von daher, es muss nicht so kommen, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein großes Indiz dafür, dass ich persönlich sage, hey, in den nächsten Tagen wird vermutlich auch hier die ein oder andere große Gewinnmitnahme kommen und dementsprechend auch hier für mich persönlich ein erster Verkaufsgrund. Und wie gesagt, verkaufen kannst du ja auch für dich nutzen, nicht nur um Gewinne mitzunehmen, sondern eben auch auf fallende Kurse setzen. Das kannst du zum Beispiel mit Knockout-Zertifikaten machen, wo du sagst, hey, ich setze Short auf die Aktie, also auf fallende Kurse, oder auch zum Beispiel mit CFDs, wo du sagst, hey, ich eröffne eine Short-Position auf diese Aktie und profitiere quasi, wenn die Aktie fällt und verdiene damit quasi Rendite. Auch da, wenn du noch nicht weißt, wie das geht, wo das geht, schau gerne mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich dir auch einen Link verlinkt, wo du das eben auch machen kannst, wo du eben auf Aktien auch Short setzen kannst und davon profitieren kannst. So, das war Grund Nummer 1. Grund Nummer 2. Schauen wir uns mal das KGV aktuell an. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer ein erstes Indiz auch dafür, ob eine Aktie eventuell etwas teuer bewertet ist oder etwas günstig. Bei Wachstumsaktien muss man da immer so ein bisschen Bonus auch geben, weil die vom KGV immer recht hoch sein dürfen in der Regel, oder höher zumindest als Value-Aktien, also die jetzt noch nicht so das starke Wachstum haben oder generell nicht so starke Wachstum haben. Ja, und da schaut es so aus, da haben wir aktuell bei Alphabet ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28. 28 klingt jetzt erstmal nicht so viel für eine Wachstumsaktie, aber die Alphabet-Aktie war schon deutlich günstiger, von daher auch hier so ein bisschen ein Reibungspunkt, wo ich sagen würde, hey, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 ist mir persönlich ein bisschen hoch für Alphabet, auch wenn man ganz klar sagen muss, das muss man natürlich auch mal in Relation setzen zum Wachstum. Und das Wachstum ist absolut da und von daher, das ist ein Grund,
wo man sagen kann, okay, man könnte jetzt mal, weil man historisch sieht, okay, KGV 28 ist für Alphabet etwas hoch, könnte man sagen, okay, können wir verkaufen. Aber grundsätzlich stört mich das jetzt gar nicht so sehr. Also Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Alphabet mit KGV 28 historisch gesehen, ja, ein Verkaufsgrund. Grundsätzlich in der Einordnung zu anderen Wachstumsaktien mit dem Wachstum, was aktuell da ist, ist in Ordnung. Also von daher, fundamental passt es noch und da würde ich sagen, ist es nicht unbedingt ein Verkaufsgrund, aber wenn man es historisch nur vereinzelt auf die Alphabet-Aktie sieht, dann eher schon. So, dann haben wir das. Ansonsten schauen wir uns mal das Makroumfeld an. Wir haben ja zum Beispiel auch solche Dinge wie den Iran-Konflikt, wir haben das Thema mit Russland und so weiter. Wir haben den Nasdaq generell. Und was passiert denn zum Beispiel, wenn jetzt so eine Meldung wieder kommt, wie mit dem Iran letztens, wo zum Beispiel auch die Nvidia-Aktie, habt ihr euch das vielleicht mal angeschaut? Nvidia ja auch nur am Wachsen und am Wachsen und am Wachsen. Und da ist so die Sache, Nvidia natürlich auch so eine Aktie, die extrem ja überteuert ist, aber auch super gut wächst. Also auch das ist wieder so ein bisschen gerechtfertigt, dass die Aktie weiter wächst, obwohl sie extrem überteuert ist. Aber dann kommt halt so eine Meldung mit dem Iran. Und was passiert dann gerade bei solchen Aktien, die so extrem, extrem heiß gelaufen sind? Und dazu zähle ich jetzt eben auch Alphabet. Die werden als erstes abverkauft, weil die natürlich extrem aufgebläht sind, extrem viele Leute drin sind, die dann auch quasi auch diese Spekulation mitnehmen und sagen, hey, ein paar Prozente geht es noch nach oben, ein paar Prozente geht es nach oben. Dann kommt so ein Konflikt wie das mit dem Iran oder eben auch Russland und dann geht es halt mal gleich 10% nach unten. Und eben solche Aktien, die so extrem teuer geworden sind, wie Nvidia und jetzt eben auch Alphabet, die werden als erstes verkauft. Und das ist halt eben so eine Sache, weiß ich nicht. In der aktuellen Zeit, wo ich sage, hey, das mit dem Iran, das mit Russland, das ist immer noch brandaktuell und da kann von heute auf morgen irgendwas passieren. Klar, da werden alle Aktien so ein bisschen betroffen sein, ganz klar. Aber solche Aktien eben vermehrt und eben vor allem als erstes und vor allem dann in der Regel auch zweistellig minus. Und wie gesagt, schaut euch das mit Nvidia nochmal an. Ich denke, wenn sowas in den nächsten Tagen, Wochen passieren könnte und ich gehe davon aus, dass diese Konflikte weiter brodeln und weiterhin auch für ein bisschen Unbehagen an der Börse sorgen wird, dass das Ganze eben auch auf Alphabet einschlagen wird und dementsprechend auch hier Alphabet schneller abverkauft wird als andere Aktien und von daher auch wieder ein Verkaufsgrund. Grundsätzlich schauen wir uns das Ganze mal charttechnisch an. Charttechnisch schaut das so aus, wir sind aktuell bei rund 172 Dollar und bei 172 Dollar, wie gesagt, neues All-Time-High, es gibt keinerlei Orientierung, außer eben nach unten. Nach unten schaut so aus, dass wir rund 11% nach unten kommen könnten auf 154 Dollar, da wäre die nächste charttechnische Unterstützung, das heißt 11% Potenzial nach unten wäre schon mal da, wie gesagt, auch da nochmal. Ein Short wäre für mich persönlich aktuell die favorisierte Trading-Option auf diese Aktie. Also verkaufen, wenn ich Gewinne habe oder eben auch eine Position jetzt eröffnen auf fallende Kurse und dann eben von jedem Prozent, wo es runtergeht, profitieren. Am besten natürlich noch mit Hebel. Das Ganze aber natürlich sehr spekulativ, weil man mit Hebel handelt. Und auch da nochmal der Hinweis, wenn du noch keinen Anbieter hast, wo du auf Short ersetzen kannst, gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen, da habe ich dir einen verlinkt, wo du kostenlos ein Depot innerhalb von ein paar Minuten eröffnen kannst und eben ganz simpel shorten kannst. So, die nächste charttechnische Option ist eben bei 144 Dollar, das wären rund 19% nach unten. Da muss schon sehr viel passieren, ganz ehrlich. Also die Aktie ist auch zu Recht nach oben gegangen, weil es eben operativ sehr gut läuft. Von daher, ich gehe eher davon aus, dass sie 11% kommen werden und das eben mit Hebel. Auch wieder schön, wenn da eben was kommt und diese 11% sehe ich auf jeden Fall und wenn ich persönlich dann natürlich noch mit Hebel reingehe, ich weiß nicht, ob du das auch machen möchtest, ich werde es auf jeden Fall tun, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, gutes Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, natürlich alles spekulativ und alles keine Anlageberatung, mach deine eigene Research nochmal. So, ich sagte natürlich auch, was ich kaufen würde. Also wir haben jetzt gesagt, okay, Alphabet aktuell vielleicht eher verkaufen, diesen Short würde ich eingehen, ja. Doch was würde ich kaufen? Das ist natürlich auch die Option, weil viele werden jetzt auch Gewinne mitnehmen und sagen, ja, was ist denn jetzt aktuell die beste Variante, wo ich investieren kann? Weil ansonsten lasse ich den Alphabet drin langfristig, das wird schon irgendwie, aber ich brauche auch eine Alternative. Wenn ich jetzt verkaufe, dann habe ich Geld frei. Was mache ich mit dem Geld? So, hier gibt es verschiedene Optionen und natürlich auch das wieder nur meine persönliche Meinung. Und bevor wir uns das anschauen, möchte ich dir noch ganz kurz eine Option zeigen, wie du zum Beispiel auch neben Aktien in etwas ganz, ganz Spannendes investieren kannst, nämlich Sachwerte. Und das sind zum Beispiel in seltene Luxusuhren, seltene Luxusautos, in seltene Spirituosen und so weiter, nämlich mit Timeless. Und Timeless ist eine ganz, ganz tolle App, ein ganz, ganz toller Anbieter, den habe ich dir auch unten verlinkt in der Videobeschreibung, wo du in solche seltenen Sammelgegenstände investieren kannst und das Ganze schon ab 50 Euro und mit dem Link unten in der Videobeschreibung bekommst du noch 10 Euro Bonus. Die haben schon viele Exits hingelegt, ich bin dort selber auch investiert, kann ich dir auch gerne mal einblenden und investiere dort selber anteilig eben in solche Luxusgegenstände, die dann eben auch schöne Renditen bringen können in der Regel und auch da, sie haben schon viele schöne Exits hingelegt, haben also schon bewiesen, dass das Konzept funktioniert und wie gesagt, ich investiere dort selber
auch in Uhren, in seltene Sammelkarten, in seltene Autos und so weiter. Also wirklich ein sehr, sehr guter Anbieter. Kann ich absolut empfehlen und schau dir das gerne mal an, unten in der Videobeschreibung verlinkt und über den Link bekommst du auch noch 10 Euro Startbonus. So, und wenn du jetzt sagst, Sachwerte, schön und gut, aber ich möchte doch lieber in Aktien noch weiter investieren, dann habe ich jetzt auch noch mal 2 Aktien für dich, wo ich persönlich aktuell viel Potenzial sehe. Wenn nicht sogar 3 Aktien, Nummer 1 ist auf jeden Fall Johnson & Johnson aktuell. Sehr, sehr solide Aktie und gerade in so Zeiten, wo es doch vielleicht ein bisschen unsicher wird, wo vieles heiß gelaufen ist, kann so eine Aktie, die gerade auch recht günstig zu haben ist, auch historisch günstig zu haben ist, sehr, sehr viel Solidität und Ruhe wieder ins Depot reinbringen. Und eben da, wenn die Zeiten etwas härter werden und eben auch wieder das ganze Thema mit ja, den ganzen Konflikten und so weiter, plus dass die Zinsen eventuell dieses Jahr nicht gesenkt werden, das kann sehr hart auf Tech lasten und dementsprechend auch Tech nach unten ziehen und gerade solche Basiswerte wie Johnson & Johnson, die eben sehr, sehr solide sind, wieder nach oben pushen. Johnson & Johnson aktuell, wie gesagt, sehr günstig bewertet, super solide und eben auch mit einer schönen Dividende. Und das zweite Unternehmen, was ich dir empfehlen würde oder was ich persönlich eben sehr, sehr stark finde, ist die DHL Group. Großes globalisiertes Unternehmen, große globale Trends wie eben das Online-Shipping, also das ganze Thema mit Online-Shopping. Dann eben auch die ganzen Pakete, die von Fernost nach Europa und so weiter geschickt werden. Also Riesenkonzern, der eben von einem großen Weltmarkt profitiert, von einer großen eben, ja, von einem großen Trend eben weltweit, eben auch die nächsten 10 Jahre und 20 Jahre wahrscheinlich mal so weitergehen wird, profitieren wird. In Deutschland quasi Monopol, also gerade mit dem Briefversand und so weiter. Also super solides Unternehmen, auch eine schöne Dividende aktuell, charttechnisch auch wieder schön zurückgekommen. Also auch das ein super solides Unternehmen, was jetzt eben auch gerade, und davon gehe ich aus, dass wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte vor allem 2024 ja so ein bisschen ja, Unsicherheit noch am Markt sehen werden, dementsprechend die Märkte auch ein bisschen unsicher handeln werden, dementsprechend auch gerade solche Technologiewerte und eben etwas spekulativere Werte etwas nach unten gehen werden und dementsprechend solche soliden Werte wie Johnson & Johnson und eben auch zum Beispiel die DHL Group wieder nach oben gehen werden. Und jetzt für kurzfristig würde ich auch noch sagen, hey, wenn wir zum Beispiel am Montag Alphabet verkaufen, wo würde ich dann einsteigen? Für kurzfristig zum Beispiel auch eine spekulative Position, PayPal. Ihr wisst alle, ich bin selber investiert mit rund 900.000 Euro in PayPal und ja, grundsätzlich PayPal zahlt oder zahlt nicht, sondern veröffentlicht am Dienstag Zahlen. So ist es richtig rum. Ja, und da kann es durchaus zu einer positiven Überraschung kommen. Muss es nicht, kann es aber und persönlich gehe ich davon aus, dass es positiv wird. Wir haben die letzten Male schon immer die Zahlen übertroffen. Da hat die Aktie nicht so richtig drauf reagiert. Dieses Mal eventuell, weil eben auch hier zum Beispiel viele andere Anbieter auch sehr positive Zahlen schon gemeldet haben. Beziehungsweise auch grundsätzlich die Analysten davon ausgehen, dass dieses Quartal besser war als die letzten. Und ja, eventuell kann hier PayPal auch so ein bisschen überraschen. Der neue CEO ist jetzt dann insgesamt schon mehr als ein halbes Jahr da und von daher, das kann vielleicht jetzt auch schon mal so ein bisschen ja auch in die Zahlen reingespielt haben, wenn er sich gut angestellt hat und von daher auch das, ihr wisst es, selber nochmal die Recherche machen, keine Anlageberatung, aber ich persönlich gehe davon aus, dass wir bei PayPal eine positive Überraschung sehen werden, auch da gerne, wenn ihr möchtet, dass ich da ein separates Video nochmal mit allen Details zu PayPal mache, gebt mir gerne Bescheid, schreibt das in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben dafür das Video und ansonsten, wie gesagt, alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid und wünsche euch alles Gute, macht's gut, euer Flo Farrell.